Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Aua. Also, eines kann man dem Film brutal definitiv nicht vorwerfen, das ist falsches Marketing. Nomen est omen. Wobei man an der Stelle natürlich auch froh sein darf, dass das nicht jeder Film so betreibt, weil sonst sehe ich schon den großen Kinotrailer von mir. Diesen Sommer sehen Sie Adam Sandler in... gequirlte Scheiße. Nein, manchmal ist es ganz gut, wenn man da am Boden bleibt. Wobei, am Boden geblieben ist definitiv auch der japanische Independent-Filmkult, vor allem, wenn man hierzulande auf der anderen Seite des großen Teiches wohnt, wo man von der Independent-Filmkultur Japans leider, sagen wir mal, einen ganz geringen Prozentsatz mitkriegt. Aber dafür den ein oder anderen Film gleich mehrmals, denn Takashi Hiroses Brutal ist jetzt nicht unbedingt neu. Der ist im Jahr 2019 bereits über Midori Impulse in drei verschiedenen limitierten Mediabooks veröffentlicht worden, erlebt aber im August 2024 über Red Room eine Neuauflage, die aber im Gegensatz zur Midori Impulse Erstauflage den Film nicht nur im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln präsentiert, sondern zum ersten Mal auch eine hauseigene neu angefertigte deutsche Synchronfassung mit an Bord hat, die meiner Meinung nach auch wirklich gut gelungen ist. Aber vielleicht bewegen wir uns jetzt einmal ganz kurz weg vom Namen und besprechen die Tatsache, worum es in dem Film brutal eigentlich geht. Auch wenn ich jetzt so näher drüber nachdenke, der Filmtitel den Inhalt eigentlich schon relativ gut zusammenfasst. In Wirklichkeit geht es um zwei Serienkiller, die ihren Tätigkeiten unabhängig voneinander frönen, nur um dann letzten Endes aufeinander zu treffen. Dabei ist es ein Film, der ganz besonders auf der einen Seite natürlich die rohe Brutalität zur Schau stellt, auf der anderen Seite aber auch etwas mehr kontemplativ ist und vielleicht mehr philosophisch und zu einem gewissen Grad gesellschaftskritisch über den Tellerrand schauend, als man das dem Film bei der ersten Betrachtung vielleicht sogar zutrauen dürfte. Dabei muss man sagen, dass Regisseur und Drehbuchautor Takashi Hirose hier definitiv sein ganzes Herzblut in das Projekt hineingesteckt hat. Den Großteil seines cineastischen Oeuvre hat man ja bislang hierzulande noch nicht sehen können. Gut, der Film Moratorium, ein Kurzfilm aus dem Jahr 2012 mit... auf der anderen Seite Asami und Kurando Mitsutake bzw. Norman England in Nebenrollen, war ja bereits bei der Midori Impulse Edition im Bonusmaterial mit dabei, aber er hat im Jahr 2014 beispielsweise auch den Kurzfilm Return of the Golden Lily gedreht, der interessanterweise der erste Film war, in dem Schauspielerin Katrina Gray mitgewirkt hat, beziehungsweise hat sie dann im Jahr 2016 die Rolle der Kay Sutherland in dem Action-Vehikel Hard Target 2 gespielt, wo die Hauptrolle von Scott Adkins bekleidet wird, hat in dem Actionstreifen Breeze 3, ich glaube es geht nicht um Pierre in dem Fall, sondern um Jean Dujardin, wo sie quasi seine Freundin gespielt hat. Außerdem war sie dann auch noch in Produktionen wie Ghost House im Jahr 2017 ebenfalls noch zu sehen. Dabei gibt es allerdings in dem Film natürlich eine Schauspielerin, die bereits erwähnt wurde und die so gut wie jeder kennt, Asami. Ihre allererste große Rolle, kann man sagen, hat sie im Jahr 2006 unter der Regie von Noburo Iguchi gespielt, als Sukeban Boy höchstpersönlich, hat dann später noch in Meatball Machine Reject of Death gespielt, aber wahrscheinlich allerspätestens dann 2008 international wirklich ihren Durchbruch gefeiert, als sie als Miki in The Machine Girl aufgetreten ist, später und dann natürlich auch noch in Filmen wie der Robo Geisha bzw. Gothic and Lolita, Psycho, Hell Driver, Horny House of Splatter bzw. natürlich dem großartigen Mutant Girl Squad, der eigentlich immer wieder unterschätzt wird und diversen anderen Genreproduktionen, die dankenswerterweise auch hierzulande gelandet sind. Aber weniger bekannt ist dann wahrscheinlich Nebendarsteller Shigeo Osako, der allerdings im Jahr 2009 eine ganz besonders bekannte Rolle gespielt hat, nämlich die des Doktors in einem großen japanischen Splatterstreifen, nämlich Grotesque. Außerdem ist in
brutal noch Takashi Nishina zu sehen, der beispielsweise in über 120 Filmen mit dabei war, darunter zwar meistens ganz kleine Cameo-Auftritte, uncredited Statistenrollen, aber trotzdem kann man, wenn man genau hinsieht, sein Gesicht sehen in Filmen wie Brother, Battle Royale 2, Baby Assassin, den wir uns zuletzt hier im Blu-ray-Check angesehen haben, Kodoku Meatball Machine, in Karate Kill 2016, wo Asami ebenfalls mitgespielt hat, wo er den Strip Bar Manager gespielt hat, beziehungsweise in ABC of Death 2, in The Ninja War of Torakage und einige weitere Sachen. Dazu sehen wir außerdem noch Naho Nakashima, interessanterweise eine Schauspielerin, die zwar nur ganz selten wirklich sichtbar vor der Kamera gestanden ist, die allerdings trotzdem recht viel interessante Arbeit leistet, weil sie als Motion Capturing Stuntfrau bzw. Schauspielerin arbeitet und so beispielsweise bereits im Jahr 2009 für Final Fantasy 13 gearbeitet hat oder sogar auch für Bayonetta 2 bzw. das Final Fantasy 7 Remake. Und dabei als Remake finde ich auch eine ganz passende Überleitung, denn wir haben ja eben bereits eine Auflage von Brutal in Mediabook spendiert bekommen, 2019. Damals limitiert auf jeweils 500 Stück von Midori Impuls mit drei, sagen wir mal, neuartigeren Cover-Artworks. Auf der einen Seite eben das klassische japanische Original-Kinoplakatmotiv, beziehungsweise dann 250 für Cover B und C, beziehungsweise zwei weitere alternative Motive auf dem Cover B und C. Aber Redrum hat sich jetzt gedacht, wenn wir den Film neu auflegen, wenn wir dem Film auch eine eigene exklusive deutsche Synchronfassung spendieren, dann wollen wir auch die entsprechenden Mediabooks ein bisschen upgraden. Ebenfalls limitiert auf 500 Stück gibt es davon gleich 6 verschiedene Versionen. Das Cover A zeigt, finde ich, auf der einen Seite bereits genauso wie auch dann die später folgenden Mediabook Cover Artworks einen relativ kreativen Umgang mit auf der einen Seite dem Label-Logo, auf der anderen Seite den Titelschriftzug. Allerdings hat das Cover A noch ein ganz besonderes Bonusstückchen im Gepäck, denn nur beim Cover A und B gibt es zusätzlich zu dem Film dann auch noch ein Sequel zu dem Film. Das ist nämlich limitiert auf 1000 Stück, wurde von Autorin Simone Trojan geschrieben, die bereits einige derbe Romane für den Red Room Verlag geschrieben hat und die quasi die Geschichte rund um die Charaktere aus Brutal weitergedacht hat und dazu einen Roman geschrieben hat, der eben hier auch noch mit dem Mediabook mit ausgeliefert wird. Dasselbe auch beim Cover B. Dabei bekommen wir allerdings, wie ich finde, ein ganz besonders interessantes gezeichnetes Cover Artwork eben von Mann und Frau, die sich in diesem Fall eben quasi nicht ansehen, sondern voneinander wegschauen, was finde ich auch sehr schön auf diese Struktur des Films hin deutet. Außerdem mag ich die Art, wie dieses Artwork gezeichnet ist und vor allem ist auch bei diesem Mediabook-Cover-Artwork auch noch ein Exemplar von dem Sequel in Romanform mit dabei. Damit war es das mit dem Roman. Beim Cover C, ebenfalls limitiert auf 500 Stück, ist kein Buch mehr mit dabei. Dafür finde ich dieses Cover Artwork ganz besonders großartig. Was ich nämlich bei diesen Cover Artworks von diesem Brutal Mediabook so schätze, ist, dass die fast eine Art schimmlige Atmosphäre haben. Die Art, wie eben die Farben und dieses Artwork nach unten hin auslaufen, wie das Bild eben von Mann in diesem Fall einfach fotorealistisch daherkommt. Auch hier finde ich absolut genial, wie das Label-Logo quasi zum Logo von dem Sofa wurde, beziehungsweise der Filmtitel zu einem Tattoo auf seinem Bauch. Das ist absolut kreativ und ich finde, dass das Artwork hier auf der einen Seite mit diesem aquarelligen Stil, aber eben auch mit diesem feinen Pinselstrich zwischendurch beim Motiv wirklich sehr schön ausgewogen erscheint. Dann gibt's außerdem noch das Cover D. Das wechselt dann natürlich die Perspektive eben zur Woman. In diesem Fall interessant, dass das Red Room Logo ein Tattoo auf ihrem Oberschenkel ist, wohingegen eben der Filmtitel teilweise verdeckt von ihrem Bein auf diesem Sessel zu sehen ist. Hier eine, muss man schon fast sagen, gerade fast brave und verhaltene Sitzposition dafür, aber finde ich auch sehr schön passend vom Stil und von der farblichen Ausgestaltung her eben zu dem Mann-Cover auf dem Cover C, sodass eigentlich diese Artworks immer sehr schön auch nebeneinander aussehen würden. Aber wenn man hier etwas Expliziteres haben möchte, nimmt man das Cover D. Auch in dem Fall natürlich die Protagonistin mit drauf. Auch hier wieder finde ich sehr schön im unteren
Bereich von dem Cover Artwork, der Titelschrift zu beziehungsweise das Label Logo, aber dann eine sehr einladende, aber für diejenigen, die den Film bereits kennen, gefährliche Position der Hauptdarstellerin. Auch hier mag ich auf der einen Seite die Tatsache, dass ihr Gesicht in dem Fall fast ein bisschen Manga-eske überzeichnet ist, dass das Ganze noch ein bisschen comichaft darüber kommt, als auf den anderen Cover-Artworks. Das aber finde ich eben diese dreckige, schimmlige Atmosphäre auch auf diesem Cover-Artwork noch mit drauf ist, sodass das auch ein optisches Highlight ist. Und last but not least gibt es das Cover F, und das finde ich persönlich ganz besonders spannend. Das ist auch das Cover Artwork, das wir uns dann eben im weiteren Verlauf von dem Video noch näher anschauen werden. Und damit würde ich sagen, ohne allzu große weitere Umschweifen, widmen wir uns eben dieser Mediabook-Veröffentlichung von Redrum. Das Mediabook mit dem Cover F wurde mir dankenswerterweise vom Label für dieses Video zur Verfügung gestellt, und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf das Mediabook mit dem Cover F zu werfen. Und während ich persönlich gerade die Nahaufnahmen von den beiden Protagonisten auf den verschiedenen Artworks absolut großartig finde, ist das hier jetzt gerade vor uns liegende Cover F in meinen Augen das interessanteste Motiv, das Redrum für den Film brutal anbietet. Denn grundsätzlich handelt es sich dabei nämlich um das japanische Originalposter und Plakatmotiv zu diesem Film, das eben bereits von Midori Impuls vor circa 5 Jahren nach Deutschland geholt wurde. Ich habe eben vom Midori Mediabook genau dasselbe Artwork, weswegen wir hier einen direkten Vergleich machen können. Bei dem Midori Cover Artwork handelte es sich nämlich um ein Fotocover, wo man eben das blutverschmierte Gesicht der Frau sieht. Dazu dann natürlich auf der rechten Seite hier den Titelschriftzug, der allerdings auf der Midori Mediabook Version ein bisschen grob ausgefallen ist. Das ist, finde ich, ganz besonders bei den japanischen Schriftzeichen in der Mitte auffällig, weil die quasi so fett geschrieben sind, dass teilweise die Strukturen und die Zwischenteile von diesen Schriftzeichen hier verloren gegangen sind. Das ist natürlich ganz besonders deutlich, wenn man das hier mit derselben Schrift auf dem Redrum Mediabook vergleicht, beziehungsweise finde ich eben in diesem Fall ganz besonders spannend, dass man eben grundsätzlich dasselbe klassische Originalplakatmotiv als Vorlage genommen hat, dass man das allerdings in dem Fall nachgezeichnet hat, wobei es in diesem Fall nicht nachgezeichnet erscheint, wie eben bei beispielsweise ein feines gezeichnetes Motiv von einem alten Renato Casaro oder Enzo Schotti, beziehungsweise auch dem feinen Pinselstrich von einem Timo Würz oder so entspricht, sondern quasi fast mit Wandfarbe oder mit Spachtelmasse auf das Cover Artwork gezeichnet. Finde ich, ist es allerdings auch dieser grobe und rohe Look von diesem gezeichneten Cover Artwork, der in diesem Fall absolut hervorragend zu dem Film passt. Dabei sieht man natürlich eben ganz besonders deutlich, wie man sich hier bei dem Cover Artwork das Originalmotiv als Vorlage genommen hat, das man allerdings eben auch bei den Schriftzügen hier, auch beim Titelschriftzug, muss man sagen, einen wesentlich feineren, klareren Strich gezogen hat, als es das Midori beim eigenen Mediabook hatte, und dass man sich hier bei der Redrum-Version noch wesentlich näher an dem japanischen Original-Cover Artwork orientiert hat. Denn Midori hat auf der linken unteren Seite den gesamten Cast and Crew Block weggelassen, so dass hier eben quasi nur wenig Text zu sehen ist. Dahingegen ist auf der Redrum-Fassung eine größere Menge an Text zu finden, so wie das eben auch auf dem japanischen Originalmotiv ist. Und hier finde ich ganz besonders clever auch, wie in der rechten unteren Ecke des Bildes das Cover-Artwork quasi mit dem Label-Logo signiert wurde, beziehungsweise dass eben nicht nur das Gesicht der Dame hier durchzeichnet ist, sondern dass eben dieser Spachtel-Wandfarben-Look eben auch auf dem Hintergrund auf der rechten Seite unterhalb von dem Filmtitel zu sehen ist, und dadurch dieses Motiv, finde ich, auch noch wesentlich mehr Struktur hat, als es das zuvor hatte. Dazu werfen wir an der Stelle einen kurzen Blick über den Spine, wo wir auf der einen Seite die Nummer 9 der Redrum-eigenen Mediabooks finden, beziehungsweise das Label-Logo, eine Miniaturversion vom Cover, beziehungsweise den Titelschriftzug, und landen dann auf dem Backcover, das mit der Inhaltsangabe
im Blocksatz und zwei Bildern aus dem Film eigentlich relativ brav gestaltet wurde, muss man fast sagen. Beziehungsweise es dann hier auch noch ein paar Informationen zur technischen Aufbereitung des Films beziehungsweise dem entsprechenden Bonusmaterial gibt. Dabei ist auf der einen Seite interessant, dass dieser Release das gleiche Bonusmaterial enthält, das wir damals eben bereits bei der Mediabook-Auflage von Midori Impuls hatten. Das bedeutet, es sind drei Musikvideos mit an Bord, ein zweiminütiges Behind-the-Scenes-Featurette und der bereits angesprochene 30 Minuten lange Kurzfilm Moratorium, wobei exklusiv und nur bei Redrum auch noch der nächste Kurzfilm mit dabei ist, nämlich aus dem Jahr 2011, der Kurzfilm Bandaged, der circa 15 Minuten lang dauert und ebenfalls bereits Ayano in einer der Hauptrollen gezeigt hat und ja quasi das komplette Debüt von dem Regisseur ist, sodass eigentlich mit Ausnahme tatsächlich von dem Girl with, jetzt habe ich den Titel verlegt, dem dritten Kurzfilm The Return of the Golden Lily, eigentlich alle Produktionen, die der Regisseur jemals gedreht hat, hier dann auch im Mediabook mit drinnen sind. Aber wir werfen einen Blick ins Innere, da begrüßt uns auf der linken Seite vom Mediabook quasi gleich einmal das Cover C-Motiv mit eben dem Killer auf dem Sessel sitzend, wobei hier ein bisschen anders dargestellt, der Filmtitel ist nicht das Tattoo auf seinem Bauch, beziehungsweise das Label-Logo steht auch nicht in dem Sofa hier mit dem Label-Logo einfach mittig am unteren Ende von dem Cover-Artwork. Wirkt das Ganze, finde ich, mehr noch wie ein Buch, beziehungsweise Graphic Novel Cover-Artwork. Dasselbe Motiv finden wir dann eben auch hier auf der linken Seite auf der Blu-ray, beziehungsweise auf der rechten Seite auf der DVD. Sehen wir dann eben als extrem krasses Gegenstück dazu das Mediabook mit dem Cover E-Motiv, wo wir eben Girl oder Woman in derselben Position sehen. Dazu gibt es noch das Redrum-Logo auf dem Backcover vom Booklet beziehungsweise den Filmtitelschriftzug als durchgehendes Motiv im Inneren und dazwischen dann ein insgesamt 16 Seiten langes Booklet mit einem Text von Sean Rises. Auch dabei handelt es sich um einen neuen Text, der für dieses Booklet erstellt wurde, wohingegen das alte Booklet von Midori Impuls Interviews enthalten hat, nämlich auf der einen Seite mit Autor und Regisseur Takashi Hirose, auf der anderen Seite aber auch mit Ayano beziehungsweise mit Butch, eben den beiden Darstellern von den Killern und auch eben mit Katrina Gray. Dabei muss man sagen, dass der Text von Sean Rises interessanterweise übrigens auf der Seite 2 hier dieselbe Inhaltsangabe bietet, die dann auf der Seite 4 1:1 als Inhaltsangabe des Teil 1 Mann noch einmal zu lesen ist. Dazu gibt es hier nur ein paar oberflächliche Informationen zu dem Film, die beispielsweise Dinge wie den Grindhouse-Look beziehungsweise die 5 besten Japan-Splatter-Filme bietet und auf der anderen Seite dann eher mehr Eigenwerbung liefert, eben beispielsweise eben die Biografie von Autorin Simone Trojan, die eigentlich eher mehr im bei Cover A und B beiliegenden Extra-Buch den Platz gefunden hat, beziehungsweise auch noch auf einer Doppelseite Informationen zum Werdegang und anderen Werken des Autors. Da muss man wirklich sagen, dass sich das Booklet mit tatsächlich interessanten Fakten über den Film oder irgendeinem wirklich lesenswerten Inhalt sehr bedeckt hält. Das allerdings das Mediabook grundsätzlich vor allem mit der Art, wie hier diese gezeichneten neuen Artworks aufbereitet sind, trotzdem auch den ein oder anderen optischen Hingucker liefert. Und damit stellt sich uns natürlich die Frage, ob der Film Brutal selbst auch den ein oder anderen optischen Hingucker liefert. Kurze Antwort: ja. Lange Antwort: ja, aber das kann ich hier auf YouTube definitiv nicht zeigen. So wie immer habe ich mich natürlich in meinem Video darauf konzentriert, hier spoilerfreie und quasi auch wertfreie Screenshots zu verwenden, die einfach nur dazu da sind, auf der einen Seite mit euch über die Cinematografie des Films sprechen zu können und auf der anderen Seite auch ein paar Informationen über die technische Aufbereitung und die Bildqualität der hier vorliegenden Blu-ray liefern zu können. Wie üblich habe ich alle Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet, aber trotzdem musste ich die Bilder natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann.
Und grundsätzlich ist wahrscheinlich eine große Frage bei dem Transfer der Red Room Blu-ray von Brutal, inwiefern es Unterschiede zwischen der Red Room und der Midori Impulse-Version gibt. Grundsätzlich eigentlich nicht. Beide Blu-rays basieren auf demselben Master, haben allerdings natürlich voneinander unabhängige Encodings, so dass insbesondere kompressionsbedingt und damit natürlich eben auch in den feineren Strukturen leichte Unterschiede dann letztendlich trotzdem wahrgenommen werden können, diese aber eben, wie gesagt, sich relativ bedeckt halten. Vor allem, weil Brutal, wie auf den ersten Blick bereits zu sehen, auch optisch ein relativ brutaler Film ist, der eben auch nicht sein Publikum ganz besonders schonen möchte. Es handelt sich bei dem Film um einen rein rassigen Grindhouse-Film, der eben auch jene visuellen Verfremdungen und Erscheinungen nützt. Dazu zählt, dass die Farben bei dem Film grundsätzlich relativ entsättigt wirken, dass das Bild dadurch einen kalten Eindruck bekommt, dass eben vor allem die Leuchtkraft von diesem Bild weitestgehend fehlt. Hier und da gibt es noch einzelne Außenaufnahmen oder andere Szeneneinschübe, die davon nicht ganz so stark betroffen sind, aber im Großen und Ganzen versucht man hier tatsächlich den Film so wirken zu lassen, eigentlich fast, als wäre er in den 70er Jahren gedreht worden. Und das ist natürlich bei digitalen Filmproduktionen aus dem Jahr 2017 auch immer wieder ein bisschen ein kritischer Faktor. Natürlich kennen wir Filme vor allem aus der Produktionsschmiede von Quentin Tarantino oder Robert Rodriguez, die das dann absolut perfekt hinbekommen, wohingegen die kleineren Low-Budget-Versuche meistens das nur versuchen und dabei recht kläglich scheitern, weswegen das immer wieder auch recht peinlich wirken kann. Aber glücklicherweise ist Brutal kein solcher Film, weil tatsächlich, obwohl es sich um eine rein digitale Filmproduktion handelt und diese Grindhouse-Effekte nur aufgesetzt sind, sie nicht so aufgesetzt wirken. Wir sehen auch hier zusätzlich zu den farblichen Verfremdungen eine Menge an Laufstreifen, an Kratzern, an Staubkörnern, an Zerstörungen, teilweise eben Filmrisse, dass das Bild auch teilweise von diesem grünen Vinegar-Syndrom, von dem Essig-Syndrom zerfressen ist, dass eben diese Zerstörungseffekte wild über das Bild herumhuschen. Und das ist, finde ich, etwas, das tatsächlich zur Inszenierung von Brutal und dem damit angestrebten, womöglich 16mm Filmlook eigentlich recht gut passt. Und das hier, im Gegensatz zu vielen anderen Low-Budget-Produktionen mit vergleichbaren Effekten, das recht homogen und vor allem aber auch recht kompetent gesetzt wirkt. Damit kann man als Zuschauer auf jeden Fall zufrieden sein, auch wenn natürlich am Blatt jetzt nicht von einem schönen Bild zu sprechen ist, ist das aber meiner Meinung nach genau die Optik, die ein Film wie Brutal braucht, um eben brutal durch Mark und Bein des Zuschauers schneiden zu können. Der Film mit seiner nur 67 Minuten Laufzeit belegt dabei 13,9 GB auf der Blu-ray von Redroom, was absolut ausreichend ist und dem Encoder, finde ich, genügend Spielraum bietet, um das Bild hier auf eine möglichst schonende Art zu komprimieren und zu präsentieren, sodass etwaige digitale Anomalien, Defekte, Artefakte, sonst was mir beim Anschauen des Films nicht aufgefallen sind. Und damit vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzt zu den vorher erwähnten 67 Minuten Filmlaufzeit. Das klingt natürlich für den westlichen Mainstream nach einem seltsam kurzen Film. Allerdings ist das genau die Laufzeit, die man von japanischen Filmen aus dem OVA beziehungsweise ganz besonders dem Pinku-Eiger-Genre gewohnt sind und die damit natürlich auch ein bisschen erinnern an klassische, ähnlich gelagerte Filme, eben beispielsweise aus dem Guinea Pig beziehungsweise All Night Long Spektrum. Und das ist mehr oder weniger auch genau das, was Brutal hier relativ gut versucht nachzumachen und vor allem aber auch relativ gut geschafft hat, ins 21. Jahrhundert zu holen. Auf der einen Seite bietet der Film eine Menge an sehr brutalen und schonungslosen Szenen. Auf der anderen Seite bietet der Film allerdings natürlich auch die Erzählung von etwas, sagen wir mal, zweifelhaften Lebensfantasien, die da den Mündern der Protagonisten oder Antagonisten eigentlich entspringen, aber hat damit, finde ich, eben auch ein bisschen mehr fürs Publikum zu bieten als einfach nur eine reine Gewaltorgie. Der Film ist definitiv für Fans der vorher genannten großen japanischen Vorbilder sehenswert und auch wenn er vielleicht letzten Endes
auf der Welle der großen japanischen Exploitation-, Schock- und Splatter-Filme eher im Durchschnitt anzusiedeln ist, bekommen wir vor allem aus dem 21. Jahrhundert hier definitiv nicht genug Produktionen, um einen davon noch nur ansatzweise verschmähen zu können. Und da gibt es sicherlich für den ein oder anderen immer auch das Hindernis, sich Filme im Original mit Untertiteln anzuschauen. Gut, die Dialoge stehen jetzt bei einem Film wie Brutal definitiv nicht im Vordergrund und es war definitiv möglich, sich den Film mit Untertiteln anzusehen. Trotzdem bevorzuge ich persönlich bei asiatischen Filmen das Vorhandensein einer für mich verständlichen, gedubbten Version. Und da muss man tatsächlich sagen, dass Red Room auch bei dem Film Brutal eine wirklich saubere Synchro angefertigt hat, die eben nicht diesen klassischen Porno-Synchro-Vibe hat, sondern die meiner Meinung nach eben die wenigen Wörter, die tatsächlich geäußert werden, kompetent in die Münder der Pro- und Antagonisten legt und die deswegen definitiv für Fans der japanischen Splatter-Fans nicht nur sehens, sondern auch hörenswert ist, insbesondere weil das Red Room Media Book dann zusätzlich zu dem Film und dem bekannten Bonusmaterial auch noch einen weiteren Kurzfilm von dem Regisseur exklusiv im Bonusmaterial mit dabei hat und von den insgesamt 6 Media Books eben, wie bereits erwähnt, die ersten beiden Motive A und B außerdem noch eine Fortsetzung der Geschichte in Romanform bieten. Das ist meiner Meinung nach ein absolut großartiges Paket für Interessenten an der Geschichte von Brutal. Der einzige konkrete Verbesserungsaspekt meinerseits ist in dem Fall, dass die Booklets in den Mediabooks vielleicht in Zukunft etwas mehr gehaltvoller ausfallen.